Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ist auf jeden Fall immer extrem cool, wie viele da mitmachen. Auch wenn es extrem viele Spiele sind oder wenn es nur einzelne Spiele sind, die ihr mittippt. Bedenkt, das ist eine Prognose. Geht hier nicht um die Realität. Also geht schon um die Realität, aber kann von der Realität komplett abweichen. Aber fertig gelabert. Los geht's mit Union gegen Bielefeld. Viel Spaß. Der erste FC Union Berlin konnte gegen Duisburg den Kopf noch spät aus der Schlinge ziehen. Am Ende gewannen sie mit 3:2 durch einen späten Treffer von Sebastian Andersson. Gegen Bielefeld, die jetzt heiß war nach der Niederlage zu Hause gegen Magdeburg, war es aber nicht unbedingt einfach. Halbe Stunde hier von der Uhr und Fabian Klos mit diesem Glücksschuss aus der zweiten, ja gar dritten Reihe. 29. Minute, 1:0 wirklich in dieser Szene. Schmeichelhaft für die Gäste. Vor der Pause konnten aber die Berliner wieder nach vorne spielen und versuchten dann auch schnell zu antworten. Gogia mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und Marcel Hartl viel zu frei und Ausgleich. 38. Minute, drittes Saisontor für ihn. Und so schnell waren sie dann wieder zurück. Es war eine sehr unterhaltsame Partie, turbulent, es ging hin und her. Und vor der Pause nochmal der Deutsche Sportclub. Fabian Klos legt zurück, Hartherz, Patrick Weihrauch, Edmundsson, überragend gespielt, 1:2. Zweite Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Doppelpack für Fabian Klos. Das ist super gespielt, überragend gespielt. Gikiewicz aus kurzer Distanz machtlos. Im zweiten Durchgang wollte es Arminia Bielefeld dann noch besser machen. Den nächsten Treffer drauflegen. Klos, Edmundsson und Gikiewicz mit der Parade. Jetzt konnte er sich endlich mal auszeichnen im ersten Durchgang. Musste er schon zweimal hinter sich greifen. In der Szene zeigt er, dass er eine gute Reaktion hat. Freistoß. Möglichkeiten und Eckstoßmöglichkeiten immer wieder gefährlich auf beiden Seiten. Jetzt war es mal ein Eckstoß von Akaki Gogia und Robert Juhl macht das 2:2. 66. Spielminute, drittes Saisontor für Robert Juhl. Also ebenso wie sein Kollege Marcel Hartl mit dem dritten Saisontreffer. Und es waren wieder weiterhin Standards. Letzte Möglichkeit nochmal. Da ist Sebastian Andersson, legt zurück auf Marcel Hartl. Aber Hartherz steht auf der Linie bereit und hält damit das 2:2 fest. Bielefeld wird damit besser leben können. Union Berlin verliert damit eventuell Federn oben im Aufstiegsrennen, aber kann trotzdem mit der Leistung zufrieden sein. Fürth gab ganz spät noch ein 2:1 gegen Kiel aus der Hand und hier erzielte auch Nicola Dove dann das 1:0 für die Gäste. Es ging also extrem schlecht los für die Elf. Der Kleeblätter, es war ein Kopfball ja aus knapp 11 Metern. Burchard steht etwas zu weit vor der Linie und kann dann diesen Kopfball eben nicht mehr parieren, auch wenn er gar nicht so platziert war. 1:1, aber in der 19. Spielminute von Fabian Rehse. Erst der Kopfball von Atanga, der noch pariert werden konnte. Im Nachschuss ist dann aber Fabian Rehse viel zu frei und erzielt eben den Ausgleichstreffer. 28. Spielminute und die Partie war gedreht durch Daniel Keita-Ruel. Bleibt er dann auch eiskalt, er hat einen wuchtigen Schuss, Kevin Müller kann nichts mehr machen, kann hier nicht mehr eingreifen, nicht mehr das 2:1 vermeiden und die Entscheidung dann knapp 10 Minuten vor dem Ende, Fabian Rehse mit dem Doppelpack bleibt hier eiskalt, erneut für Kevin Müller nichts zu parieren und so gewinnt dann der Gastgeber im zweiten Spiel in Folge zu Hause nach dem 1:0 gegen Duisburg jetzt eben das 3:1 gegen Heidenheim. Bitter für den 1. FC Köln, zuletzt das Spiel bei Paderborn, wo man ganz spät den Dreier noch aus der Hand gab und sogar am Ende verlor. Hier war es nicht unbedingt einfacher gegen Sandhausen. Wooten auf Gislason, perfekter Konter, 14. Minute und die Führung für die Gäste. Absolut überraschend zu diesem Zeitpunkt. Das erste Mal, dass sie sich nach vorne wagten und das wurde gleich belohnt. Aber der 1. FC Köln nach vorne auch immer gefährlich. Clemens zweimal abgefälscht. Und Ausgleich. Verlat erst dazwischen, dann Knipping noch dran. Und somit nicht zu parieren für Marcel Schuhn. Und vor der Pause kam nochmal die Geißböcke. Jetzt ließ sich der SV Sandhausen auskontern. Dann im eigenen Stadion die Möglichkeit für Köln. Und dann machte es schon Cordoba auch. Der ist in den letzten Wochen überragend drauf. 2:1, 42. Spielminute. Und die Partie war gedreht. Und im zweiten Durchgang wollte es die Elf von Markus Anfang dann noch besser machen. Hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Simon Terodde legt zurück auf Dominik Drexler. Marcel Schuhn hält den Ball aber fest und vermeidet das 3:1. Doch die Kölner blieben dran über die rechte Außenbahn. Das ist Marcel Risse mit der Flanke. Johannes Geis mit dem Kopfball. Und das 3:1. Erstes Saisontor für den Neuzugang, der jetzt seit dem Winter da ist und auf jeden Fall immer aufgeboten wird in der Startelf.
Jetzt kam aber nochmal der SV Sandhausen in der Schlussphase. Dennis Linsmeier auf Andrew Wooten. Und der Amerikaner mit dem 3:2 in der 89. Spielminute wurde aber dann am Ende nicht mehr bestraft. Der 1. FC Köln kriegt hier noch den zweiten Gegentreffer und zeigt wieder defensive Schwächen. Es bleibt aber bei diesem 3:2. Köln gewinnt wieder mit 3 Punkten. Stehen sie hier gut da und gewinnen dann auch verdient diese Partie gegen den SV Sandhausen. Diese ereignisarme Partie zwischen Bochum und Holstein Kiel entschied Robert Tesche in der 55. Spielminute mit einem sehr guten Schuss aus knapp 16 Metern. Den trifft er optimal mit dem rechten Spann. Lässt da Kronholm keine Chance. Diesmal kam Kiel nicht mehr spät zurück und verliert hier diese Partie. Beim SV Darmstadt läuft es aktuell nicht. Zuletzt war es nur ein 1:1 gegen Sandhausen, das sie auch durch einen unberechtigten Elfmeter sich erspielen konnten. Hier gegen den Gast aus Dresden schlugen sie dann aber früh zu. 6. Spielminute, 8. Saisontor für Tobias Kempe. Ja, wie gesagt, sonst durch Strafstöße eher auffällig. Jetzt drischt er den Ball rein, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die Lilien wollten vor der Pause noch einen draufsetzen. Das 2:0 erzielen. Wieder Kempe und Schubert, der sich hier beweisen kann. Schöne Parade, hätte schon das 2:0 sein können. Dresden bis dato nach vorne deutlich zu unauffällig und auch in der Defensive zu löchrig, als sie hier noch etwas vor der Pause hätten bewegen können. Aber tatsächlich jetzt mal die Bemühungen nach vorne. Patrick Ebert und Heuer Fernandes muss ich dann auch wirklich mal auszeichnen. 5 Minuten vor der Pause ist das hier mal ein guter Abschluss. Der beste im ersten Durchgang von den gelb gekleideten Gästen, wo sich Heuer Fernandes über seine Vordermannschaft ärgert, den Fehler aber ausbügeln konnte. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste aber stärker und besser nach vorne. Wahlquist mit der Flanke. Haris Duljevic trifft nur das Aluminium. Höhn kann die Szene dann bereinigen. Doch die Gäste blieben dran. Noch etwas mehr als 20 Minuten zu spielen. Nikolaou auf Haris Duljevic. Diesmal hat er das Glück und schießt den Ball ein. Sein erstes Saisontor, 68. Spielminute, bleibt er vor Heuer Fernandes kühl, flach, wuchtig geschossen. Aber Darmstadt wollte antworten. Nochmal eine Möglichkeit hier das 2:1 zu erzielen. Kempe nochmal. Schubert zeichnet sich aus, pariert den Ball, hält damit das 1:1 fest. Was über die 90 Minuten in Ordnung geht, im zweiten Durchgang war Dresden deutlich besser, aber im ersten eben viel zu schwach, um hier einen Dreier mitzunehmen. Und so geht diese Partie der beiden Mannschaften, die im Tabellenmittelfeld rumdümpeln, mit 1:1 zu Ende. Der FC St. Pauli spielte schwach gegen Aue, verlor dann auch mit 1:2 gegen den Angstgegner eben aus dem Erzgebirge. Hier gegen den FC Ingolstadt gingen sie auch in Rückstand. Stefan Kutschke ersetzte den angeschlagenen Lescano diesmal von Beginn an. In der 48. Minute machte er das 1:0. Mats Möller-Deli glich dann in der 69. Spielminute aus. Der Ex-St. Paulianer Philipp Schauner konnte da nichts mehr machen, kassiert diesen Gegentreffer. Das war dann auch das Ende in dieser Partie, die 1:1 leistungsgerecht zu Ende geht. Im Hinspiel konnte der SSV Jahn Regensburg den HSV mit einer 5:0-Packung im Volkspark zurücklassen und hier starteten sie auch nicht verkehrt. Nanzig mit der Flanke, Jung kann es nicht klären und Tamadi Al-Ghadioui in der 11. Spielminute mit dem 1:0 für den SSV. Super gemacht, ist auch Glück dabei, weil Van Drongelen noch abfälschte und so eben das 1:0. Holtby mit dem Ball auf Mangala in die Spitze und prompt das 1:1. Eine sehr gute Anfangsphase. Und das war jetzt auch verdient. Der HSV spielte gut nach vorne, bewies aber auch schon gegen Heidenheim die ein oder andere defensive Anfälligkeit. Jetzt spielten sie nach vorne aber noch etwas besser. Lasogga auf Wang. Er dringt in den Strafraum ein, legt zurück auf Lasogga, testet Philipp Pentke. Der hält den Ball aber zum Eckstoß. Der wurde dann nicht mehr gefährlich. Nach 45 Minuten stand es dann 1:1. Das war leistungsgerecht und ging dementsprechend auch in Ordnung. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Orel Mangala versucht es da fast mit dem Doppelpack in der 57. Spielminute. Schießt diesmal mit dem rechten Fuß, aber Pentke kann den Ball am Kasten vorbeigucken. Kein Problem in der Szene. Vom SSV kam nach vorne jetzt deutlich zu wenig. Das hatte man besser in Erinnerung. Van Drongelen, Luis Holtby scheitert an Philipp Pentke. Wäre aber auch abseits gewesen. Wurde dann auch abgepfiffen.
Folgerichtig. Was war mit dem HSV los? Spielte weiterhin gut nach vorne und Regensburg wollte jetzt das 1:1 halten. Wir sind in der Schlussphase. Ito nochmal auf Pierre-Michel Lasogga. Pierre-Michel Lasogga! 2:1. 86. Spielminute. Der HSV gewinnt diese Partie im letzten Atemzug. Pierre-Michel Lasogga hätte auch noch in die Mitte legen können. Dementsprechend ist Sörensen etwas irritiert. Was soll er machen? Entscheidet sich falsch. Lasogga entscheidet diese Partie 5 Minuten vor dem Ende und der HSV gewinnt mit 2:1. Nach dem Sieg am Millerntor und dem Doppelpack von Jan Hochscheid konnte auch der hier gegen Duisburg das 1:0 erzielen. In der 7. Spielminute der Treffer in den kurzen Winkel rein. Schön mit dem Außenriss platziert, der Pass direkt neben den Pfosten. Und Pascal Testroth entschied die ganze Partie dann schon in der 18. Spielminute mit dem rechten Fuß. Dreht er auf, zieht ihn ins rechte Eck rein. Wiedwald mal wieder machtlos. Aue gewinnt dieses Krisenduell bzw. diese Abwehrschlacht mit 2:0, weil sie zweimal eben durchkamen. Magdeburg konnte gegen den SC Paderborn in der 60. Spielminute einen Fehler in der Hintermannschaft des SCP ausnutzen. 60. Spielminute, Christian Beck mit dem Schuss. Trifft dann noch den Pfosten, von da geht der Ball dann aber rein. Der SC Paderborn glich kurz vor Schluss aus. Bernhard Tepetay in der 84. Spielminute trifft ebenfalls den Pfosten zum 1:1 Ausgleichstreffer. Und in der Schlussphase war dann für beide Teams alles möglich. Es ging nach hinten, nach vorne und das bessere Ende gehörte den Gastgebern. Christian Beck mit dem Doppelpack, 88. Spielminute, super Tor aus knapp 17 Metern, hämmert den Ball dort rein. Führt Zingerle dann auch nichts mehr zu parieren. Magdeburg gewinnt zum Abschluss des Spieltages mit 2:1. Es läuft aktuell einfach bei Sonnhof Groß Asbach und so auch hier beim VfR Aalen am Freitagabend. Da war es Michael Witztum in der 23. Spielminute, der das Tor des Tages erzielen konnte und der VfR Aalen bleibt damit auf dem letzten Tabellenrang und verliert schon wieder. Der VfL Osnabrück stolperte zuletzt über Preußen Münster, da war es ein 0:0 und zu Hause gegen Groß Asbach verloren sie sogar mit 0:2. Hier gegen den Halleschen FC im Topspiel sollte es nicht unbedingt einfacher werden und die Gäste machten hier eine gute Partie. Braden Manu legt den Ball raus und den bekommt dann Pascal Sohm nochmal, legt zurück und Braden Manu bekommt den Ball wieder. 16. Spielminute 1:0 für die Gäste und der VfL Osnabrück davon erstmal geschockt, spielte aber dann gut nach vorne und macht eine richtig gute erste Halbzeit. Benjamin Gürt, Danneberg scheitert an Eisele. Klasse Parade in dieser Szene, verhindert den Ausgleich. Und weiterhin die Gastgeber, die gefährlichere Mannschaft. Gürt auf der Linie, Lindenhahn, nochmal Lindenhahn. Jetzt wurde es richtig bitter für VfL Osnabrück. Das hätte schon der Ausgleich sein können. Stattdessen auf der anderen Seite Matthias Fetsch mit einem der wenigen Vorstöße. Bentley Baxterbahn. Und 0:2. Es war wirklich absurd. Der VfL Osnabrück spielte nach vorne, hatte die Möglichkeiten. Die zwei Torschüsse, die der Hallesche FC hatte, die schlugen dann auch ein. Im zweiten Durchgang dann die nächste Möglichkeit für Osnabrück, schnell anzuschließen. Alvarez gegen Eisele, der mit der Parade. An dem verzweifelten sie heute wirklich, die Gastgeber. Weiterhin gut in der Partie, aber sie schafften es einfach nicht, den Treffer zu erzielen. Und langsam wurde die Zeit knapper. Danneberg, taffer Zofer und wieder Kai Eisele. Überragende Partie. Halle konnte jetzt kontern. Ball von Bentley Baxterbahn auf Björn Jopek alleine vor Körber. 0:3. Und tatsächlich auch der dritte Schuss aufs Tor. Nicht verdient am Ende dieses 0:3, aber ich meine, wenn man drei Dinger macht und der Gegner 0, hat man das irgendwie schon verdient. Aber der VfL Osnabrück hatte deutlich mehr Tormöglichkeiten und mindestens ein Punkt wäre hier auch drin gewesen. Cottbus gegen 1860, Duell der Aufsteiger. Stefan Lex erzielte in der 11. Spielminute das 1:0 für die Gäste, weil er hier nachsetzt und Aftos Bahic dann aus kurzer Distanz nicht mehr die Reaktionszeit lässt. Markus Sirais konnte bereits in der 14. Spielminute zum 0:2 erhöhen und die Münchner Löwen wehten sich schon auf der Siegesstraße, weil sie auch wirklich eine gute Partie machten. Doch dann wachte auch der FC Energie auf. Streli Mamba passte auf hier beim Abwurf von
Hiller, der dann zu Dimitar Rangelov, und kurz vor der Pause stand es dann nur noch 1:2 und der FC Energie glaubte wieder an sich. Streli Mamba dann auch mit dem 2:2 in der 58. Spielminute. Mit dem linken Fuß zieht er den oben links rein. Das war wirklich stark gemacht aus recht spitzem Winkel. Und damit der Ausgleichstreffer. Und Cottbus hatte noch nicht genug. In der 74. Minute konnten sie die Partie dann sogar gänzlich drehen. Lasse Schlüter mit dem 3:2. Nach 0:2 verlieren die Münchner Löwen mit 3:2. Nicht unbedingt verdient, aber sie haben dann zu wenig gemacht, nachdem sie am Anfang wirklich sehr gut spielten. Der FC Hansa Rostock konnte durch Pascal Breyer in der 14. Spielminute in Führung gehen gegen den SV Meppen. Die Meppener aber sind in den letzten Wochen extrem gut drauf, konnten auch 3:0 gegen den FC Energie Cottbus gewinnen. Pardon an dieser Stelle. 2:0 dann in der 43. Spielminute. Minis Pepic bekommt ihr den Ball vorgelegt. Aus kurzer Distanz ist dann hier auch nicht mehr viel zu parieren. Er wird spät gesehen, geht noch durch die Beine durch, ist auch noch abgefälscht, aber vor der Pause das 2:1 durch Nick Proschwitz hämmert den Ball ins kurze Eck rein. Für Gelios nicht zu machen, der ist super geschossen. Aus knapp 10 Metern geht der Ball dann auch rein. Und der SV Meppen konnte sogar noch ausgleichen. 48. Minute, Nico Granatowski setzt sich hier im Kopfballduell durch, nachdem Gelios klasse pariert. Gewinnt er dieses Kopfballduell gegen Rankovic. Am Ende ist es ein leistungsgerechtes 2:2, was für Rostock extrem ärgerlich ist nach der 2:0-Führung nach 43 Minuten. Eintracht Braunschweig gegen Unterhaching. Eine Partie, die man vor der Saison sicherlich als Spitzenpartie gesehen hätte, aber Braunschweig ist aktuell zumindest eine sehr gute Mannschaft. Spitzenmannschaft ist vielleicht etwas übertrieben, aber gegen Unterhaching war hier einiges drin, weil die Hachinger seit einigen Wochen auch nicht mehr so ganz ruhig rundlaufen. 1:2 verloren sie zuletzt gegen Wien, Wiesbaden. Und die nächste Möglichkeit gehörte dann auch Bernd Nerich. Königshofer kann den Ball aber parieren. Nach 32 Spielminuten stand es weiterhin 0:0. Doch die Braunschweiger erhöhten weiterhin den Druck. Menz auf Fürstner und 1:0. Hochverdient 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Die Führung für die Gastgeber, die hier eine tolle Partie machten, schon höher hätten führen müssen. Und jetzt wachte im zweiten Durchgang der Gast aus Unterhaching aus. 48. Minute und dann schlugen sie auch eiskalt zu durch Sascha Bigalke. Lester Fesic keine Chance und die Unterhachinger als Spitzenmannschaft mit der nächsten Möglichkeit und mit dem nächsten Tor. 57. Minute, 12 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und die Partie war gedreht. Ganz abgezockt macht das ein Stefan Hein. Braunschweig wollte jetzt dranbleiben, konnte aber nicht mehr wirklich gefährlich nach vorne spielen in dieser Phase. Nochmal Sascha Bigalke, fast mit dem 3:1 und das wäre dann auch der Genickbruch gewesen. Braunschweig rackerte sich ab, aber es klappte einfach nach vorne zu wenig. Nach dem 2:1 waren sie irritiert und das sah man auch in den Gesichtern der Mannschaft der Braunschweiger. Schon in der Schlussphase, sie rannten nochmal an. Unterhaching machte das aber auch gut und ließ gar nicht mehr so viel zu, weil sie vorne schon früh anliefen. Jetzt aber nochmal die Möglichkeit. Menz auf Hofmann gegen Krieger. Hofmann nochmal, kann sich aber nicht durchsetzen. Am Ende wird die Szene geklärt und Braunschweig kommt nicht mehr zum Ausgleichstreffer. Verliert hier unglücklich mit 1:2, weil Unterhaching nach der Pause deutlich aufdrehen konnte. Lotte ging in der 45. Spielminute durch Gerrit Wegkamp mit 1:0 in Führung gegen den Karlsruher Sportclub. Was sie dann auch lange im zweiten Durchgang halten konnten. Bis in die 74. Spielminute Anton Fink, der zuletzt nicht wirklich gut spielte gegen Kaiserslautern, wo sie ja am Ende auch mit 0:1 das Derby verloren. Schlug hier dann zu, Anton Fink, sehr sehenswert, sehr artistisch zum 1:1 der Viertelstunde vor dem Ende und ganz kurz vor Schluss auch das 1:2 Doppelpack. Anton Fink, der dreht diese Partie hier im Alleingang nach zwei Eckstößen. 86. Spielminute, der KSC dreht die Partie, gewinnt am Ende auch nicht unverdient und kann sehr glücklich sein, diesen Dreier hier nach Rückstand doch noch eingefahren zu haben. Vielleicht langt es für den 1. FC Kaiserslautern nicht mehr nach oben zum Aufstieg zu den Relegationsrängen, aber das 1:0 gegen Karlsruhe
war doch extrem befriedigend für die Elf der Roten Teufel. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Gästen in Person von Mike Körnecke nach 15 Spielminuten. Der erste Abschluss auf das Gehäuse oder zumindest in Richtung des Gehäuses von Lennart Grill, der hier aber nicht eingreifen muss. Zu seinem Glück, der hätte ansonsten um ein Haar auch in den Winkel gepasst. Dreht sich aber aus dem Tor raus. Die nächste Möglichkeit, Nils Miatke, 20. Spielminute, Aluminiumpech für die Gäste aus Zwickau. Die spielten richtig gut nach dem 2:0 gegen Jena, auch hier wieder ein toller Auftritt bei Fritz-Walter Wetter, was erstmal den Gästen deutlich besser lag. Vor der Pause kamen aber dann auch die Roten Teufel mal. Bergmann, Gaul kann es nicht richtig klären. Löhmanns Rüben, Kühlwetter, dann ging es ganz schnell. 1:0 für Kaiserslautern in der ersten Minute der Nachspielzeit. Brinkies kann nicht mehr eingreifen, extrem unglücklich für Zwickau. Die waren hier die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang schlugen sie dann wieder zu. Eiskalt, Theodor Bergmann, 48. Minute. Heute über die rechte Seite auflaufend, weil Christoph Hemmlein eben fehlte, gelb gesperrt. Und 2:0 für Lautern. Das wurde jetzt schwer für Zwickau, das Ganze auszugleichen. König, Lauberbach, Heino dazwischen. Starke Parade von Grill. Und somit nicht das postwendende 2:1. Dann passierte lange nichts. Dann dieser Fehler hier aber von Sickinger. Lauberbach hat die Übersicht und Julius Reinhardt mit dem 2:1 in der 82. Spielminute. Viertes Saisontor. Und die Frage war, wurde es jetzt nochmal spannend? Wurde der erste FC Kaiserslautern hier nochmal auf den Arm genommen? Klare Antwort, nein. Am Ende passierte nichts mehr. Kaiserslautern gewinnt mit 2:1 gegen den FSV. Würzburg patzte zuletzt schon zu Hause gegen Rostock und auch gegen Wien Wiesbaden ging es nicht wirklich gut los. Dritte Spielminute, Daniel Kofi Kiere mit dem 1:0 und tatsächlich war es das auch. Ein frühes Tor entscheidet diese Partie. Wien gewinnt mit 1:0 gegen Würzburg. Der Motor beim KFC Oeding stottert, jetzt auch gegen Groß Asbach verloren. Das sollte man doch tunlichst vermeiden, wenn man aufsteigen möchte. Die erste Möglichkeit gehörte hier den Gastgebern. Das ist Schulze Nihus, der sich mal auszeichnen kann. Szene noch nicht geklärt. Osayamen Osave mit dem Abschluss dann aber nochmal pariert. 5 Spielminuten hier gerade mal von der Uhr. Und es war wirklich eine sehr unterhaltsame Partie. Ein guter Auftritt von KFC Oerding. Die erste Möglichkeit für Preußen Münster war dann auch eher Abseitssituation von Tobias Rühle. Wirklich gefährlich wurde es auch nicht. Der Schuss war deutlich zu harmlos. Da stehen gleich zwei Mann im strafbaren Bereich. Und das wurde dann zu Recht auch abgepfiffen. Über die linke Seite wurde es aber dann brenzlig. Akono in der 30. Minute mit dem Kopfballtor. Die Führung für die Gäste. René Vollert kann nicht mehr eingreifen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Und Preußen Münster machte das richtig gut nach dem 0:0 gegen Osnabrück wollten sie hier den nächsten Schreck ausspielen. Philipp Hoffmann in der 53. Spielminute mit dem 2:0. Kopfball setzt sich da durch. Maro kommt viel zu spät in den Zweikampf hinein. Jetzt mal eine Möglichkeit für Oerding wieder ranzukommen. Das ist eigentlich hier alles ganz klar. Ganz sicher, Kittner und Scherler spielen sich den Ball da zurecht, bringen sich selbst in Bedrängnis. Osave passt auf. Osave vor Gegner Schulze Nihus, 1:2, 75. Minute und jetzt war der KFC wieder da. Sie glaubten wieder dran, vielleicht das hier noch gänzlich zu drehen. Das 2:2 musste aber erstmal fallen, keine 5 Minuten mehr zu spielen. Eigner nochmal. Eigner legt rüber, aber Kittner passt auf. Die Unzulänglichkeit in der Defensive von Oerding kostet ihn hier am Ende dieses Spiel, diese Punkte. Der Fehler von Scherler wird nicht mehr bestraft. Münster gewinnt mit 2:1. Das war's dann auch wieder mit der Prognose. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ja, gebt doch einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und tschüss.